Jo, tschüss. Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir haben ein paar Aufgaben vor uns. Wir haben hier oben nämlich ein neues Gebiet, die, weiß ich, gefrorene Wildnis. Die Frozen Wilds, wir haben DLC erhalten für dieses ansonsten doch ziemlich gutes Spiel. Und ich muss mal ganz kurz auf die Karte gehen. Und mach am besten einfach mal alles an, was ich so anmachen kann. Da wird es zwar hier ganz schön voll. Aber Moment mal, was brauche ich denn? Ich brauche einiges brauche ich hier nicht, oder? Maschinen brauche ich nicht unbedingt. Händler brauche ich auch nicht, schätze ich. Erstmal. Lass mal drin. Ich habe Quests. Ich hab, sind das neue Quests? Quests? Was soll das denn? Okay, ich lass mal alles drin, aber warum habe ich denn neue Quests? Okay, ich mach mal alles aus. Ich habe neue Quests, was soll. Aber. Oh. Oh. Ich dachte, ich hätte nur das hier. Ich habe 11 Fertigkeitenpunkte. Hatte ich die vorhin auch schon? Ich weiß nicht genau, wann ich das hier hochlade. Kann gut sein, dass ich das hochlade, bevor ich den Endboss platt mache, denn das hier spielt prinzipiell nicht, nachdem ich den Endboss platt gemacht habe, sondern ist einfach halt ein zusätzliches Gebiet. Von daher bin ich mir da nicht ganz so sicher, aber ich würde erstmal die Quests hier einsammeln und gucken, was das soll, bevor ich ins neue Gebiet gehe. Von daher, ja, reise ich doch hier einfach mal hin. Also hier hin. Bisschen Schweiß und harte Arbeit haben noch keine. So, außerdem kann ich leveln? Ich kann weiter leveln. Ich merke gerade, dass ich keinen Plan habe, was hier alles so neu ist. Ich kann weiter leveln. Das ist cool. Kann ich dann auch. Ich kann tatsächlich sogar neue Sachen lernen. Pickup im Ritt. Sammle im Reiten Ressourcen und durchsuche Gegner am Boden. Repariere eine beschädigte Reitmaschine mit Metallscherben. Das ist ja an sich auch nicht verkehrt. Repariere überbrückte, also generell Maschinen mit Metallscherben, okay. Erhöht Reitmaschinengesundheit und Reparaturgeschwindigkeit. Auch cool. Absprungschlag. Das ist cool. Das ist alles ziemlich cool. Scherbenplünderer. Zerlege Ressourcen und Modifikationen um 50% ihres Metallscherbenwertes. Das ist sehr praktisch. Das ist verdammt praktisch. Da hätte ich nämlich nicht alles wegwerfen müssen. Ich finde es zwar ein bisschen schade, dass hier jetzt alles Englisch ist, aber war das vorher auch schon so? Ja, doch, es war schon immer alles Englisch. Okay, gut. Naja, gut, hätte mich auch. Wäre ja auch ziemlich viel Arbeit, das hier alles, die ganzen Videos immer nochmal in allen Sprachen aufzunehmen. Aber okay, dann fange ich doch hier einfach mal an. Und erhöht Ressourceninventarplätze um 20%, ist vor allem extrem praktisch. Und das Coole ist, selbst mit meinen ganzen Leveln habe ich hier immer noch 7 Fertigkeitenpunkte, die ich brauche, um mich komplett mit den reisenden Fähigkeiten einzudecken. Von daher, das ist doch schon mal ziemlich cool. Was habe ich denn eigentlich an Waffen ausgerüstet und wie wechsle ich die Waffen nochmal? Ich hätte nie Oh gedacht, dass ich Gott. das einmal erleben darf. Es ist so lang her, ich kenne. Ah, L1, okay. Ich kenne die Steuerung nicht mehr. Ich habe Zersprenger ausgerüstet. Ich bezweifle, dass ich das brauche. Aber ich glaube, das hier unten war sowieso was, wo ich nie wirklich was mit anfangen konnte. Von daher lasse ich das doch einfach mal so. Ich muss allerdings tatsächlich feststellen, dass ich gar nicht mehr so genau weiß, wie die Steuerung hier funktioniert. Und ich bin mir sicher, das macht einen Heidenspaß. Das ist schon ein bisschen. Aber gut, außerdem bin ich mir nicht sicher, ob ich diese Ausrüstung hier wirklich haben will. Frag mich lieber nicht, wo du hin sollst, wenn du dich Aber ich verirrst. Ich schätze, bin wach, das ist schon kein okay. Stadtteil.
Es ist halt Endgame-Ausrüstung. Ich hab das... Konnte ich das machen? Ich weiß, ehrlich gesagt, das ist so lange her. Das ist ich habe ein Jahr gewartet. Über ein halbes Jahr her, dass ich Horizon das letzte Mal gespielt habe. Von daher, ich kann mich ja nichts erinnern. Ich bleib einfach mal nicht bei diesem... Ich zieh mich um. Wo liegt das Problem? Verrat! Meines eigenen Bluts! Ich sollte auf eine Maschinenjagd-Expedition in der Wildnis gehen. Mit echten Jägern. Dann kamen Gerüchte auf. Neue Maschinen, ein böses Miasma, viele tote Banuk und so weiter. Also verbat mir mein Vater zu gehen. Er sagt, es sei zu gefährlich für einen adligen Spross. Tust du immer das, was dein Vater dir sagt? Ja, natürlich. Naja, ist ein sehr braver, adeliger Spross. Hast du überhaupt je Maschinen gejagt? Unsere Diener trugen mal ein Lanzenhorn, auf das ich schoss. Die Bewegungen wirkten erschreckend echt. Was für neue Maschinen denn? Genau das ist es. Mein Vater weiß es nicht einmal. Er hat nur Gerüchte im Sonnenhof gehört. Und das böse Miasma? Wer weiß, was diese zeltenden Wilden als böse bezeichnen. Oder Miasma. Ich will einfach nur jagen. Ernsthaft. Wieso bekomme ich dann überhaupt ein Schwert zum 16.? Was bringt es mir, wenn ich es nicht mal schwingen darf? Warte mal, der ist 16? 16? Er sieht nicht aus wie 16. Jagen in der Banuk-Wildnis. Meinst du Ban-Ur? Oh, nein. Viel zu weit vom Licht der Sonne weg. Die Expedition würde untergehen. Es ist ein Ort namens Der Schnitt. Eine Art Niemandsland aus Zeiten des, weißt schon. Des Kriegs? Ja, aber jetzt kann man dort prima jagen. Es gibt einen Pass im Nordostgebirge. Ah, so lernen wir also über die neue, gefrorene Wildnis. Diesen Gerüchten sollte ich selber mal nachgehen. Er liegt hinterm Grabhort jenseits des Nordostgebirges. Du willst doch nicht alleine zu diesem sonnenlosen Ort. Ich schätze, Fremde können tun, was immer sie wollen. Bei der Sonne wäre ich doch bloß kein Adliger. Ja, klingt schwierig. Ja, so ein Mist aber auch. Ich meine, der Kerl ist doch keine 16. Ich meine, okay, ich habe nicht unbedingt den... Es liegt in Gegenrichtung des verbotenen Westens. Bartwuchs, aber mit 16 hätte ich mir nicht so einen Bart stehen lassen können, aber nicht mal annähernd. Vor allem hier unten den Kinnbart, das muss ja erstmal wachsen. Sowas wächst doch mit 16 noch nicht. Die Gerüchte zu verstören. In meiner Zeit zumindest nicht. Gott, ich bin alt. Na gut. Das ist eine Mission. Ich weiß zwar nicht genau, was ich jetzt tun soll, aber ich nehme die anderen auch mal noch an, bevor ich mich dann dahin bewege. Und ich schätze mal, die hätten mich alle dahin bewegt. Von daher. Okay, habe ich eben jetzt mit dem Adligen geredet und kam ich dann hier hoch. Genau. Oder? Scheint so. Okay, dann kann ich den Rest auch mal wieder anschalten, weil ich bin mir nämlich nicht sicher, was da oben noch so auf mich wartet. Deswegen, soweit so gut, wir reisen hier hin und dann geht's ab in die gefrorene Wildnis. So, ich schätze mal, ich habe auch verlernt zu erkennen, wo ich tatsächlich klettern kann und wo nicht. Es wird sehr lustig. Ich habe auch nicht unbedingt Interesse, jetzt mit den Maschinen hier zu kämpfen. Ich will eigentlich erstmal in das neue Gebiet. Ich bin auch ganz froh, dass es im Moment so hell hier ist, weil
Das macht es, schätze ich, ein wenig einfacher. Ich werde jetzt auch einfach mal dem Weg folgen. Das dürfte eine gute Idee sein, auch wenn ich hier nicht zum Grabort will. Aber hey, wir haben ein neues Lagerfeuer entdeckt. Das ist der Pass, an den Rabbit meinte. Und gleich darüber ist das Gebiet der Banuk. Und tatsächlich, das hier ist auch neu, was unschwer zu erkennen ist an diesen Dingern da. So, wir haben hier auch Zeichnungen von Banuk. Und können sogar noch Steine aufnehmen, okay. Das irritiert mich jetzt ein wenig, aber ich schätze, das ist schon okay. Wir haben hier noch ein Lagerfeuer, aber kein Lagerfeuer, an dem wir speichern können. Stattdessen stehlen wir hier die Vorräte von irgendjemandem. Ein Gesundheitstrank ist mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Sollte ich vielleicht generell nochmal ausrüsten. Ich bin mir gar nicht sicher, wie... Doch, ich denke, ich weiß, wie ich das verwende. Komme ich hier hoch? Nee, das ist falsch. Oder? Ne? Ja? Nee? Ist hier eine... Die hat doch eine Textur. Hier lädt doch eine Textur nicht, oder? Wobei, das könnte Schnee... Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Ganz ehrlich. Da muss ich lang. Was machst du denn da, Aloy? Dieser Weg führt zum Schnitt. Die Banuk haben nichts als nutzlosen Mystizismus zu bieten. Die Eklipse sehen nicht einfach zu, während du im Schnee spielst. Du hast eine Aufgabe. Du schaust also immer noch nach mir. Ich dachte, dir reicht's. Entschuldige, dass mich das Schicksal der Welt immer noch interessiert. Also, folgendes. Banuk-Schamanen tragen doch Kabel in der Haut, oder? Da kennen wir noch so jemanden, hm? Vielleicht sollte ich mich nur deshalb von dem Banuk fernhalten, um nichts über dich zu erfahren. Mich interessiert nicht die Vergangenheit, Aloy, sondern die Zukunft. Oder dass es vielleicht keine gibt. Also hör auf zu quatschen und kümmere dich um Wichtigeres. Aber wie immer tust du, was du willst. Zickig. Ja, gut, ich wusste nicht mehr, ob wir es schon wissen, aber ja, wir haben Silence ja wohl tatsächlich schon kennengelernt. Und der gute Herr trägt so ein paar blaue Schläuche, was durchaus interessant ist. Weil Silence ist, wenn ich mich recht erinnere, sowieso ein sehr seltsamer Charakter, ein sehr interessanter Charakter, über den wir vielleicht auch noch etwas mehr lernen. Auf jeden Fall allerdings machen wir uns erstmal auf die Reise, um den Schnitt tatsächlich auch noch zu betreten. Und ich bin vor allem auch mal gespannt, wie sie... Wie sie... Ein neuer Räuber. Man sieht förmlich die Hitze, die er abgibt. Dämonischer Versänger. Oh, Gottes Willen. Wie sie diese neuen Monster und dieses komische Miasma oder dieses Dämonische jetzt tatsächlich in die Geschichte einbauen? Dämonische Maschinen sind leistungsstärker und widerstandsfähiger gegen Elementschaden als ihre normalen Gegenstücke. Sie sind eine ernstzunehmende Gefahr. Das kann ich mir allerdings vorstellen. Der Versänger hat lohe Behälter und ist tatsächlich schwach gegen Eis. Er ist hier aber im falschen Gebiet. Minenwerfer, Stromgenerator, das wird ja...
Warte mal, er ist schwach gegen Eis. Habe ich irgendwas mit Eis? Ich habe sowas von nichts mit Eis. Ich hab da was, was ihn umhaut. Das ist ja immerhin auch nicht verkehrt. Sprengbomben. Ich denke, das wird ihn auch gehörig einheizen, solange er mir hier einheizt. Okay, das ist übel. Ich sollte irgendwas ausrüsten, was vereist ist. Da wäre der Kampf hier wahrscheinlich deutlich einfacher gewesen. War das hier nicht mal eine Eisfläche? Oh, um Gottes Willen. Na, dann hoffe ich mal, dass ich damit auch umgehen kann. Aber gut, unsere erste dämonische Maschine haben wir erlegt. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Zwar nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber was soll's. Ich habe ja immerhin mittlerweile gelernt, dass Aloy mir mit ihrer Hand zum Beispiel anzeigt, wenn ich in eine bestimmte Richtung tatsächlich springen kann. Dann passiert mir das nämlich nicht mehr, dass ich einfach ins Nichts hüpfe. Ich kann generell mal gucken, ob ich hier Heiltränke herstellen kann. Ich habe ja auch wohl 3 Genesungsheiltränke. Von denen kann ich allerdings auch nicht allzu viele herstellen, von daher hebe ich mir das einfach mal für Notfall auf. Und es ist auch gut möglich, dass ich hier doch mal noch die Ausrüstung wechsle. Sie ist schon ziemlich hübsch. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Eine Fremde auf dem Berg! Okay, das zählt wohl als Begrüßung. Tut mir nichts, ich helfe euch auch mit was auch immer ihr für Probleme hier habt. Die Sommersonne, wie sie durch die Bäume hindurch scheint. Sicher, dass du hier nicht frieren wirst, Nora? Mir ist vom Klettern warm genug. Ja, aber ansonsten bin ich mir da tatsächlich nicht so sicher, dass ich hier nicht frieren werde. Komme ich irgendwie zu euch hoch? Kann ich mit euch reden? Wahrscheinlich nicht, okay.
So, hier hinten herrscht doch schon mal etwas heiterer Himmel. Ein heiterer Himmel. Du hast es zum Schnitt geschafft, Fremde. Aber Dankeschön. Du bleibst nicht lang. Sicher? Dies ist Sangesgrund, die größte Siedlung im Schnitt. Dieses Land ist gefährlich, Fremde. Tödlich sogar. Ach, und Aloy steht nur so, ja, das ist mir vollkommen egal, Leute. Ich bin hier die Beste. Es ist nicht wirklich, Ban-Ur. Du kommst an einem finsteren Tag, das steht fest. Du bist weit weg vom Heiligen Land, Nora. Ich wette, du bist bald weg. Dein Körper, dein Geist oder beides. Dies ist Sangesgrund, die größte Siedlung im Schnitt. Okay, Leute, ihr macht mir Mut. Wow, was zum Geier ist das? Von dem Berg dort steigt Rauch auf. Und vom Dorf auch. Ist das ein Vulkan? Also, sieht aus wie ein Vulkan, aber das ist mit Sicherheit kein Vulkan. Der Berg raucht heute stärker als sonst. Ein böses Omen für das Ritual. Der Berg raucht heute stärker als sonst und was für ein Ritual. Manchmal ist Verlust der Preis fürs Überleben. Ist ja schon hübsch hier. Das kann man nicht anders. Großes im Gange. Fast das gesamte Dorf geht in Richtung des Rauchs. Wobei das Dorf hier natürlich nicht unbedingt gut aussieht. Es raucht ziemlich. In ihn müssen wir unser Vertrauen setzen. Kann ich mit irgendwem reden hier? Tatsächlich. Mögen die Lieder der Verlorenen auf ewig nachklingen. Ich komme ja auch nicht einfach irgendwo rein. Oh, schade eigentlich. Na gut, ein Versuch war es wert. Redet hier irgendjemand mit mir? Hier finde ich irgendwas Interessantes. Scherbenspielkiste. Hatte ich den Grabungsschlüssel schon vorher? Ja, Brutstätte Xi, Chi, wie auch immer, ist ja tatsächlich auch nichts Neues. Hat mich nur ein bisschen verwirrt. Stein ist sehr traurig. Nun gut, dann kann ich auf die Karte gucken? Habe ich eine Karte? Ja, also viel freigelegt habe ich noch nicht, aber es gibt ja auch einen Langhals. Das hier ist ein größeres Gebiet, als ich dachte. Urea ist schon lange fort, aber sie wird zurückkehren. Dann speichern wir hier doch einfach mal und finden heraus, wie es hier, um was es hier bei The Frozen Wilds tatsächlich geht. Oder? Ja. In Zeiten wie diesen dürfen wir so, dann wollen wir doch mal schauen, um was es denn bei Horizon Zero Dawn bzw. The Frozen Wilds tatsächlich geht, indem wir hier mit der Menschenmasse reden und uns vorher natürlich erstmal hier allem, indem wir vorher erstmal alles hier unser eigen machen, was wir finden können.